Fußballfest an der Elbe. Hamburger SV gegen Schalke 04, dessen Mittelstürmer, Nationalspieler Klaus Fischer schon zum Auftakt für die richtige Stimmung sorgte. Mit einem Tor gegen den Gastgeber HSV. Mannschaft und Fans sind konsterniert. Der Club aus dem Ruhrrevier war schon immer ein Angstgegner des HSV. Das Tor macht den Hanseaten Beine, besonders ihrem quirligen Stürmer Kevin Keegan. Der Mannschaftskapitän der britischen Nationalelf, für 2 Millionen Mark nach Hamburg importiert, wirbelt die Schalker Abwehr durcheinander. Ein artistischer Fallrückzieher und über Keegan schlägt der Jubel seiner deutschen Fans zusammen. Den Angriff der Hamburger fangen die Spieler vom Kohlenpott mit einem Konter auf. Linksaußenlander probt einen Gewaltschuss aus 22 Metern. Zum zweiten Mal ist Torwart Kargus geschlagen. Die Hamburger scheinen ratlos. Die Schalker spielen weiter auf. Kein Respekt vor dem Meisterschaftsfavoriten HSV. In der zweiten Halbzeit reißt wieder Keegan seine deutschen Kameraden mit. Sie besinnen sich auf ihre gefürchtete Kraft und Kondition und setzen zum Sturmlauf auf die massive Schalker Abwehr an. Und wieder ist der kleine Brite zur Stelle und lässt sich zum zweiten Mal von den 60.000 Zuschauern feiern. Aber der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Doch dann folgen die Tore Schlag auf Schlag. In nur 5 Minuten machen die Hamburger aus dem 1:2 ein 3:2. Und dann trifft auch Keegan noch einmal ins Schwarze. Der HSV gewinnt die Angstpartie gegen Schalke und wahrt seine Titelambitionen.